Wir sind jetzt auf dem Weg ins Tottenham Stadion. Das ist echt riesig und super modern mit zig Bildschirmen. Ist schon alles recht interessant hier, muss ich sagen, und halt alles super modern. Wir sind im Inneren der Tower Bridge und jetzt sitzen wir hier vor und jetzt geht es gleich für uns um Piccadilly Circus. Schönen guten Morgen. Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Tottenham Stadion, um da die Stadionführung mitzumachen. Das war Florians Wunsch. Ja. Und jetzt sitzen wir gerade in der Overground und die fährt bis dahin. Mal gucken, wie es wird. Wetter ist halt auch noch so, geht so heute. Es hat heute wohl schon geregnet, draußen war alles nass, aber wir nutzen das Wetter und gucken uns dann das Stadion an. Genau. So, wir sind jetzt hier im Stadion, also in der, eigentlich im Fanshop quasi, haben uns schon die Bändchen hier für unsere Tour gekauft, also abgeholt, ist ja im London Pass mit drin und jetzt fangen wir dann gleich unsere Tour an. Wir sind jetzt im Stadion und zwar hat jeder hier so einen Audio-Guide bekommen und da kann er jetzt selber durch die einzelnen Stationen durchlaufen und ja, ist eigentlich ganz gut, so kann man das in seinem eigenen Tempo machen, so wie man möchte. Muss ich nicht alles anhören, nur das, was einen halt interessiert, finde ich ganz cool. Und jetzt sind wir hier gerade auf der Tribüne und hier ist das Stadion direkt und dann gucken wir jetzt gleich mal, wie es weitergeht. Wir sind jetzt bei den Premium Suites und zwar gibt es da 59 Stück von und das Besondere daran ist, dass hier keine so aussieht wie die andere, weil wenn man genug Geld hat, konnte man sich hier seine eigene Premium Suite designen und dann bekommt man hier Essen und Trinken und hat hier super bequeme Sitze, kann dann halt auch direkt das Spiel gucken und hier unter uns, hier direkt, da. sind halt die, wo Presse und sowas sitzt, die ganzen Tische. Gerade waren wir in der Gästekabine und jetzt sind wir hier in dem Warm-up-Room von Tottenham. Und jetzt gleich gehen wir noch in die Umkleide. Ja. We'll be right back.
So, wir waren jetzt gerade in der Umkleide von Tottenham und es ist echt riesig und super modern mit zig Bildschirmen darüber, auf denen dann irgendwie die Taktik eingeblendet werden kann und Live-Daten vom Spiel direkt drauf übertragen werden. Ist schon alles recht interessant hier, muss ich sagen, und halt alles super modern. Dadurch, dass das Stadion ja auch seit, ich glaube, 3 Jahren in Betrieb ist, ist das entsprechend hochmodern hier alles und wirklich ganz cool, hier die Tour auch in seinem eigenen Tempo zu machen. Kann ich persönlich zumindest als Fußballinteressierter jedem empfehlen. Hier sitzen wir jetzt den restlichen Tag, haben wir beschlossen. Schön bequem hier. Sitzen auf der Trainerbank gerade, sind jetzt hier direkt am Spielfeld. Und ja, mal gucken, was die Tour gleich noch bringt. Bisher ist wirklich cool, muss ich sagen. Stadion wieder raus und mir hat es richtig gut gefallen, die Tour. Wie gesagt, vor allem habe ich ja gerade schon mal gesagt, weil man es in seinem Tempo machen kann und sich da über den Media Guide alles anhören kann, was man möchte oder nicht. Und es war wirklich interessant, das gerade mal 3 Jahre alte Stadion sich anzugucken und so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, muss ich sagen. So, ich wollte euch jetzt mal was dazu erzählen, wie wir uns hier fortbewegen. Und zwar fahren wir hier eigentlich nur U-Bahn. Ab und zu halt auch mal mit einem Bus, wenn es halt keine sinnvolle U-Bahn halt gibt. Das habe ich bis jetzt 2 Mal gemacht, aber ansonsten halt wirklich nur U-Bahn. Und wir nutzen dafür halt diese Oyster-Card, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist halt so eine Karte, die ladet ihr halt hier am Automaten auf. Das ist auch echt einfach, also das versteht man. Und da könnt ihr die dann halt aufladen, so ich glaube 5 Pfund, 10 Pfund, 15 Pfund, 20 Pfund, immer halt in 5er-Schritten. Und dann ist der Geldbetrag halt hier drauf. Und wenn ihr dann halt in die U-Bahn einsteigt, in die Station reingeht, sind da halt so Tore. Da müsst ihr halt die Oyster-Card halt vorhalten und dann öffnet sich das halt, das Tor. Und dann könnt ihr halt reingehen. Und dasselbe macht ihr dann halt auch wieder, wenn ihr angekommen seid an eurem Ziel. Dann müsst ihr nämlich, wenn ihr aus der U-Bahn-Station rausgeht, wieder die Karte da vorhalten. Dann öffnet sich das Tor und dann könnt ihr halt rausgehen. Und im Bus steigt ihr halt einfach nur ein, haltet die Oyster-Card davor. Und beim Rausgehen muss man die nirgendwo mehr vorhalten. Keine Ahnung, wie das dann abgerechnet wird, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall sehr praktisch. Vor allem, was halt hier das Gute daran ist, ihr habt halt ein Höchsttageslimit. Das richtet sich halt nach den Zonen, die ihr halt fahrt. Also das U-Bahn-System hier ist halt in, ich glaube, 5 Zonen oder sowas eingeteilt. Und es richtet sich halt danach, wenn ihr halt nur Zone 1 fahrt, dann ist es halt natürlich günstiger, als wenn ihr in Zone 4 fahrt. So. Und jede Zone hat halt ihren eigenen Tageshöchstbetrag. Es wird halt kurz laut.
So, jetzt ist der Zug wieder weg, der hier gerade durchgefahren ist. Also ihr habt halt pro Zone so einen Tageshöchstbetrag und wenn ihr da drüber kommt, dann fahrt ihr quasi kostenlos. Also ich weiß jetzt halt auch nicht, wie viel das ist. Florian meinte vorhin irgendwas mit, ich glaube, Höchstbetrag in der höchsten Zone wäre 8 Pfund. Und mehr als 8 Pfund würdet ihr da nicht ausgeben. In Zone 1, das weiß ich nicht, vielleicht 4 Pfund oder so, wenn ihr nur in Zone 1 fahrt. Und wenn ihr dann halt über diese 4 Pfund kommt, fahrt ihr halt dann kostenlos. Ist halt in dem Sinne praktisch, wenn ihr halt viel U-Bahn fahren wollt. Aber halt auch so, bevor ihr euch da immer mit diesen Tickets auseinandersetzt, ist das halt die super einfache Alternative, mit dieser Oyster-Card zu fahren. Müsst ihr halt nur dran denken, wenn ihr mit London Stansted ankommt, da gilt die halt nicht. Also da gibt es halt extra diesen Stansted Express, der fährt vom Flughafen dann halt hier nach London direkt zu Liverpool Street, was halt ziemlich zentral ist, aber da müsst ihr halt ein Ticket vorher kaufen, da gilt die halt nicht. Und nach Windsor gilt die halt auch nicht, wo wir jetzt waren. Aber ansonsten sind wir bis jetzt überall damit hingekommen, auch zu Harry Potter, ne? Ja, zu den Warner Bros. Studios sind wir letztes Jahr, letztes Jahr 2020 hingefahren und da hat die nämlich auch gezählt, die Oyster-Card. Da müsst ihr euch da keine Gedanken machen, müsst ihr halt immer nur mal gucken, wie viel Geld da halt noch drauf ist, ob ihr etwas aufladen müsst oder halt nicht. Ja. Wir sind im Inneren der Tower Bridge und ja, das Highlight hier ist so ein gläsernaher Boden. Das sind die beiden Brücken, die halt oben drüber noch herführen und da ist halt auf beiden Brücken gibt es halt ein gläserner Boden und auf der einen Seite, also Achtung, nicht die Seite, die ihr als erstes hergehen werdet, sondern auf der nächsten anderen Seite, da ist halt ein gläserner Boden und oben drüber ist halt ein Spiegel und jetzt sitzen wir hier gerade. Unter mir ist die Themse. Und die Tower Bridge. Jetzt machen wir Fotos. Wir sind jetzt wieder unten von der Tower Bridge und sitzen jetzt noch davor und wir waren jetzt noch im Engine Room und war mal ganz schön zu sehen, wie ja, die Tower Bridge, das dann hochgeklappt wird, falls ein größeres Schiff kommt, war mal ganz interessant zu sehen. Waren wir noch da in so einem Souvenirshop und jetzt sitzen wir hier vor und jetzt geht es gleich für uns um Piccadilly Circus, weil ja, wir haben jetzt halt noch Zeit, wir wollen da dann halt auch irgendwas noch essen. Und wir wollen halt unbedingt noch mal in den M&M's Laden. Also wir wollten eigentlich am Samstag schon mal kurz rein, aber da war halt eine ultra lange Schlange. Und wir hatten ja am Samstag noch nicht den London Pass. Der gilt ja erst bei uns seit Sonntag. Und man kriegt damit halt 15% Rabatt bei, in der M&M's World. Und ich hatte da halt vor 2 Jahren, wo wir hier waren, hatte ich da einen mega geilen M&M's Eislöffel gesehen. Und ich möchte diesen Eislöffel haben. Und ich bereue es seit diesem Tag, dass ich diesen Eislöffel nicht gekauft habe. Und jetzt müssen wir halt hoffen, dass es den jetzt noch da gibt. Und dann nehmen wir den direkt mit und ja. Mal gucken, was wir sonst noch so mitnehmen von dort. Mal entgehen. So, und wer von euch kennt Charlie und die Schokoladenfabrik? Und da kennt ihr bestimmt auch bei, also ich meine, wer kennt sich den Film? Kennt ihr bestimmt auch die Willy Wonka Schokolade und ratet mal, was es hier im Schaufenster zu sehen gibt. Also, wir sind jetzt noch
am Piccadilly Circus. Wir haben jetzt gerade was gegessen und jetzt stehen wir hier und gucken uns das Ganze mal im Dunkeln an, wie das aussieht. Und Leute, es sieht so cool aus einfach im Dunkeln mit den Farben und so. Und wir haben gerade einen richtig geilen 3D-Effekt gesehen da drauf. Also richtig geil. Den blenden wir euch jetzt gleich auf einmal auf jeden Fall mal ein. Wir hoffen, dass er so rüberkommt, wie er bei uns rüberkam. Aber es sah echt mega, mega geil aus gerade. So, und wir gehen zweiten Abend aus dem Bett. Jetzt noch ein Schlusswort. Sind jetzt im Hotel wieder angekommen und ja, gehen jetzt halt auch mehr oder weniger direkt schlafen. Und morgen wollen wir dann halt erst zu Tate Modern. Und dann wollen wir noch in so eine Kirche reingehen, dann auf den Borough Market. Und dann haben wir The Shard halt reserviert, das muss man im Moment reservieren. Oder wird auch so bleiben, wir wissen es nicht genau. Vor 2 Jahren war es noch nicht der Fall, aber dieses Jahr musste man es. Haben wir das für morgen 14 Uhr reserviert und da gehen wir dann auf The Shard. Und um 4:45 gehen wir dann auf den Sky Garden hoch. Also gibt es morgen 2-mal mega geile Aussichten auf London und da freuen wir uns mega drauf. Und deswegen gehen wir jetzt schlafen, dann sind wir morgen fit und dann geht's morgen wieder los. Bis morgen! Und damit ihr das Video von morgen nicht verpasst, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, zu liken und wir würden uns mega über Kommentare von euch freuen. Also bis morgen. Was? Ich rede jetzt. Ja, viel Spaß, dann red eine Runde. Soll ich dir da reinreden? Nein.